So, wollen wir denn gleich runterspringen? Nee, wir sollten erst gucken, ob wir vorbereitet sind. Also fast alle haben Heiltränke. Der Ring macht hier Blitzschlag, aber wir haben eigentlich genug Mana. Also nehme ich mal lieber so einen Würfel in die Hand. Damit kann man ja Gegner einfrieren, also Leben einfrieren. Das ist ein ganz guter Panikbutton, denke ich mal. Also, 3, 2, 1. Knack, und da geht's gleich wieder runter. Erstmal kurz Füße checken. Denn mit angeknacksten Füßen laufen wir viel zu langsam. So, da könnten wir durch, das will ich aber nicht. Da könnten wir runter, das will ich auch nicht. Ich will erstmal gucken, ob hier irgendwo irgendwas ist. Und noch haben wir auch keine Abzweigung, das heißt, ich muss keine Spuren hinterlegen. Was haben wir hier? Was unter deinen Füßen ist, ist bald über deinem Kopf. Sind hier Fallgruben? Da ist schon mal eine Druckplatte. Da auch. Also da hinten auch und da hinten auch. Das sind diese Mini-Druckplatten. Und ich finde es übrigens ein recht cooles Feature, dass man so weit entfernt auch so Kleinigkeiten noch sehen kann. Aber gut, was sagt das nochmal? Was unter deinen Füßen ist, ist bald über deinem Kopf. Also deutet es das an, dass wir irgendwo rauftreten, dann runterfallen. Aber na gut, schlafen wir ganz kurz, um die letzten Lebenspunkte noch hoch zu regenerieren. Und dann tapseln wir da einfach mal lang, gucken, was passiert. Wenn wir runterfallen, werden wir auch irgendwie wieder hochkommen. Also ich gehe jetzt einfach mal rechts an der Wand lang. Oh. Das wiederum wird sehr schmerzhaft. Also schön, alle kriegen gleichmäßig Schaden und so trainieren auch die Magier mal ein bisschen Kriegerlevel, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also lege ich da jetzt irgendwas anderes rauf und mache einen Schritt zurück, in der Hoffnung, dass wir so alle einmal auslösen können. Zack. Kommt jetzt noch einer? Nein, also wir müssen einfach nur Gegenstände hinlegen, den Feuerbällen ausweichen und so müssen wir Schritt für Schritt vorankommen. So, eine Fackel wollten wir behalten, falls wir eine leere Halterung finden. Die ganzen Wurfwaffen sind eigentlich dazu da, um unsichtbare Sachen zu kennzeichnen. Und Essen haben wir nicht besonders viel. Das heißt, ja. Was haben wir hier drin? Der einzige Weg nach draußen ist ein anderer Weg nach drinnen. Das war in der einen Etage, wo nichts war. Also, da ging es runter, da war nur so eine kleine Nische mit dem Ding drin, da ging es gleich wieder runter. Aber gut, das können wir benutzen. Und nach hinten, nach hinten, nach hinten und. Ach, zu langsam. Ja. Nochmal schlafen. Und bisher hat noch keiner ein Kriegerlevel bekommen. Ich bin ein wenig enttäuscht. Aber wir haben jetzt schon mal das, das und das. Da ist noch einer. Die drei Edelsteine behalte ich auf jeden Fall. Er hat noch jede Menge Schriftrollen. Den Feuerball, den werden wir nicht vergessen. Den Feuerschild. Den schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Also N Ying Yang Flugzeug. N Ying Yang Flugzeug. Feuerschild. Und weg, 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 weg. Aber da ist das erste Kriegerlevel. So, wieder hochheilen. In der Zwischenzeit könnte er mal ein bisschen Magier-Level trainieren. Das Mana ist ja sonst verschwendet beim Schlafen. Du auch. Auch wenn Gosmog ja schon ein paar Magier-Level hat. Mehr schadet nie, denn es gibt Resistenz gegen Magie und Lebenspunkte. So, das reicht auch schon. Jetzt müssen wir nur noch einmal durchheilen mit Heiltränken. Damit auch keiner hier irgendwo verletzt ist. So. So. Guti, dann können wir jetzt rechts an der Wand lang, weil wir überall was draufgelegt haben. Und hier ist keine Druckplatte mehr. Und da verpassen wir auch nicht irgendwelche Schalter an der Wand. Hier auch nicht. Schön, dann schauen wir doch mal weiter rechts rum. Hier ist hier so ein kleines Loch an der Wand. Weiter rechts rum, damit wir uns nicht verlaufen. Und jede Menge Abzweigung. Aber noch müssen wir einfach nur der linken Wand folgen, dann passt das schon. So, Sackgasse. Also, hier rum, darum, darum, darum.
Da ist auch eine Sackgasse. So, da geht's zurück. Jetzt gehen wir hier rechts an der Wand lang. Noch eine Sackgasse. Na gut. Ja, und genau deswegen habe ich das Spiel nie durchgespielt. Es gab später genauso eine verwinkelten Gänge wie hier. Nur fast überall, jedenfalls gefühlt mit unsichtbaren Wänden. Und Drehern. Denn verliert man doch irgendwann die Geduld. Also ich glaube, an dem Spiel ist das Spiel, in dem ich am zweitlängsten gehangen habe. Mit meinem Dad damals zusammen. Das erste war Zack McCracken. Leichter als eine Feder. Was ist leichter als eine Feder? Nichts. Soll ich was reintun, wieder rausnehmen? Nö. Ein Hasenfuß ist nicht leichter als eine Feder. Der Zauberstab sieht ganz schön dünn aus. Aber es muss irgendetwas sein, was wir auch auf jeden Fall haben. Wie wiegt eine Flasche? 0,1. Wird trotzdem mehr wiegen als eine Feder. Na, vielleicht finden wir noch was. Ah, das merkt man schon mal. Weiter rechts an der Wand lang. Und noch eine Sackgasse. Das riecht geradezu nach einer unsichtbaren Wand. Aber... Nö. Wenn ich das nicht sonst richtig sehe, sind wir jetzt immer rechts an der Wand lang und dürfen gleich wieder da rauskommen, wo wir angefangen haben. Also haben wir das Gebiet quasi erforscht. Ja. Da müsste doch eigentlich ein Feuer... okay, oder auch nicht. Hier waren wir nämlich noch nicht, wie es einen Anschein hat. Obwohl die Tür offen war. Ach, das sind nur Ratten. Ich dachte schon, es wären diese kleinen Mönche gewesen. So, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Und ihr könnt auch mal ein bisschen schmeißen für Magier-Level. Und getroffen werden für Krieger-Level. Und überhaupt mal ein bisschen zuhauen. Denn gerade Zed und Gosmog brauchen jede Menge Lebenspunkte. Aber irgendwie dauert das Zuschlagen ewig. Au, 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 au. So, schon besser. Ein Drumstick, noch ein Drumstick. Und ich will eigentlich nicht überladen sein. Und schon ist er nicht mehr überladen. Er auch nicht. Er schon. Die Keule der Ordnung behalten wir. Der Stab macht 5 Mana, was nicht schlecht ist. Und der macht 10 Mana. Den wollte ich eigentlich behalten. Der Trank kann weg. Das sieht doch gut aus. Ist er überladen. Ja, die brauchen definitiv alle mehr Stärke. Damit ich immer schön meinen ganzen Krimskrams mit mir rumschleppen kann. So, hier wird das Problem sein mit den Kisten. Hm? Die Kiste ist voll Essen. Sortieren wir mal das schwere Essen raus. Das dürfte das hier sein. Noch irgendjemand ein ganz kleines bisschen Hunger? Oder kann ein ganz kleines bisschen tragen? Ah, gut, wenigstens das. So, noch eine Scheibe Käse. Ha, Zed, wie schaut's aus? Ein bisschen Brot. Jetzt ist überladen. Egal, was soll's. Sind wir halt ein bisschen überladen. So lange, bis wir wieder an einen Punkt kommen, wo wir unseren Kram abladen können. Wie zum Beispiel die Keule der Gerechtigkeit. Ich denke mal nicht, dass wir die durchgehend mit uns rumschleppen müssen. Die blauen Edelsteine können wir auch irgendwo deponieren. Halt an so einer wichtigen Stelle. Wie der Feuerstabbereich. Wo wir die Ra-Schlüssel brauchen. Da können wir das gut deponieren. Und wenn wir dann irgendwann mal über das Rätsel stoßen, wo wir die brauchen, können wir die immer noch abholen. Obwohl die Edelsteine jetzt ein schlechtes Beispiel sind, denn die wiegen ja wirklich nicht viel. Aber die Keule zum Beispiel. So, wieder rechts weiter an der Wand lang. Irgendwann müssen wir dann eigentlich da rauskommen, wo wir angefangen haben. Also da, wo die Feuerdruckplatten sind. Oh, was haben wir da? Ach, hier ist leichter als eine Feder. Hm.
Hier weiter rechts rum. Wieder rechts rum. Wieder rechts rum. Und wenn wir dann... Oh, Sackgasse. Nicht gut. Und wenn wir dann da angekommen sind, wo die Druckplatten, die Feuerbälle waren, dann müssen wir auf der anderen Seite weiter. Weil wir haben bisher ja erst die rechte erforscht. Genau. Also alles hinter uns müssten wir eigentlich erforscht haben. Wenn nicht, kommen wir einfach nochmal wieder. Und jetzt gucken wir uns mal die linke Seite an. Und hier auch gleiches Spiel. Wir gehen einfach rechts an der Wand lang, nachdem wir das da umgebracht haben. Oh, und Cosmo kann schon die ganz starken Feuerbälle. Also fast ganz starken. So, so. Wir wissen immer noch nicht, was für eine Attacke das Vieh hier hat. Außer, dass es keine Animation hat. Aber wir wissen nicht, ob es giftig ist oder Rüstung zerstören kann oder sonst irgendwas. Und hier haben wir ein Seil. Ich erinnere mich, wir können damit in Gruben runtergehen, ohne Schaden zu bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob man auch wieder hoch kann. Und ob das ein Einwegdingens war. Das müssen wir dann testen. So, weiter rechts an der Wand lang. Bessere Feuerbälle vorbereiten. So. Ich will jetzt nicht wieder von so einem kleinen Mönch überrascht werden und gewone-hitted werden. Apropos gewone-hitted. Feuer, Schild war, N, Yin-Yang, Flugzeug und er hat kein Mana. Schlaf nur kurz, denn das Feuerschild will ich doch schon haben. Am besten hätte ich es auch gerne durchgehend ab, aber da müssen wir wahrscheinlich auf der höchsten Stufe sprechen und so gute Zauberer haben wir noch nicht. Und dann halt das Magieschild, wenn wir dann irgendwann die Schriftrolle finden, wie das funktioniert. So, zu hoch. N, Yin-Yang, Flugzeug. So. Und einen Feuerball vorbereiten. No, was haben wir denn hier? Korbamid, bist du leichter als eine Feder? Ja, du wiegst 0. Schöne Sache. Sobald man Questgegenstand findet, weiß man, irgendwo hier in der Nähe braucht man ihn. Und, was haben wir hier? Hier haben wir das da aufgemacht. Oh oh. Und da war ein kleiner Mann mit einem Schlüssel. Schon wieder so ein Skelettschlüssel. Wir haben langsam keinen Platz mehr. So. Tonk, tonk. Keine Geheimwand. Ha, ganz schön langer Raum. Und noch mehr Essen. Ein Drachensteak. Wie viel wiegen die? 0,6. Hey, das ist sogar richtig leicht. Ich dachte, die wären schwer gewesen. Okay. Und wenn ich mich richtig erinnere, machen die richtig gut satt. Was ja auch nachvollziehbar ist, ist es ja schließlich ein Drachensteak. Hm? So, das kann da runter. Das kann dahin. Hat noch irgendjemand da unten Platz? Nee, aber das Schwert hier kann weg. Komm. So, wir haben noch Essen und noch mehr Essen. Das wird alles einsortiert, obwohl er schon überladen ist. Damit wir noch unsere Vorratskammer schon aufstocken können. Denn wenn ich mich richtig erinnere, war das nur noch eine Kiste mit Essen da oben. Und das ist nicht wirklich viel. So, checken wir noch kurz die Wände hier. Auch wenn das ein Secret-Bereich ist und es daher unwahrscheinlich ist, dass ein Secret im Secret ist. Obwohl wir das schon einmal hatten. Aber ja, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Wir können alles an Ressourcen gebrauchen, was wir finden können. So, zack, 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 zack. Und ich bin im Kreis gelaufen. So, hier war der kleine Mann. Hier war der Knopf. Okay. Und jetzt müssten wir gleich wieder rechts an der Wand lang und dadurch in einen anderen Bereich kommen. Der einfach nur eine Sackgasse ist. Na gut. Dann halt nicht. Ah, wir haben jetzt unser leichter als eine Federrätsel gelöst. So, hier sind die Feuerbälle. Einfach rechts an der Wand lang, dann kommen wir irgendwann zu der Tür. Ja, das Problem ist nur irgendwann. Wahrscheinlich wäre es schneller gewesen, wenn ich links rumgegangen wäre. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Definitiv zu viele Sackgassen. Aber hier müsste... Ja,
Hier ist es. So. Dann machen wir mal ganz kurz ein paar Heiltränke. Und danach einen Cut. Und dann schauen, was dahinter los ist. So, du kannst jetzt schon richtig starke Heiltränke machen. Das ist super. Und ihr könnt auch mal ein bisschen was machen. Nimm mal den. Klappt das? Ja, super. Zup, zup. Tausch mal mit Gosmog. Zup, zup. Nabi hat noch. Er hat auch. So, jetzt sind wir doch gut vorbereitet. Speichern wir ab. LP 29. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.